3-4-2-1-Formation, eigentlich immer die beste Formation fürs Draft, lange nicht mehr am Start gewesen, deswegen endlich wieder hier. Die wahrscheinlich beste Formation, die man haben kann. Pushgas, erster Icon ist am Start, sehr nice. Wie immer Leute, lasst gerne Like, lasst gerne Abo da, falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren. Täglich einschalten, jeden Tag 13 Uhr neue Videos. Ich hoffe, ihr seid am Start. Wäre auf jeden Fall sehr fresh, Leute. Wäre sehr, sehr fresh, wir nehmen Aguado mit. Und wie immer, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zum Team of the Season bislang gezogen habt. Ich hoffe, ihr hattet den einen oder anderen Pots am Start. Warum kommen hier 5 Informs, anstatt mal irgendwie ein Team of the Season mit reinzupacken? Ich glaub's nicht. Semenyo nehmen wir mal mit. Und ja, wie immer, Leute, ne? Könnt auch gerne reinschreiben, was euer Icon-Rekord war. Wie viele Icons hattet ihr in einem Draft? Ihr wisst es, mein Rekord, 11 Icons. Versuchen wir natürlich zu toppen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir es noch toppen werden bis Ende von FIFA 24. Aber wir geben unser Bestes. Rum Dersch, 95er Team of Dier. Boah, kann man mal machen. Hat der eigentlich eine Trotzkarte? Weiß gar nicht. Boah, Rum Dersch. Eine Trotzkarte, schreibt's mal rein. Oh, nice, Bergkamp. Und Keen. Wo kann Keen spielen? Nur ZM. Bergkamp müsste noch... er kann auch rechts und links Mittelfeld spielen. Das ist nice. Okay, das ist nice. Der könnte später noch wichtig werden, weil im Mittelfeld werden wahrscheinlich, hoffentlich, noch einige Icons kriegen. Okay, zweite Icon. Vielleicht die dritte direkt hinterher. Jawohl, nice. Coleman, sehr nice. Rüdiger auch noch am Start. Aber Coleman nehmen wir natürlich mit. Dritte Icon. Boah, den müssen wir auf jeden Fall noch austauschen. Und den auch auf jeden Fall. Okay, ZM. Machen wir weiter auf der ZM-Position. Nächste Icon würde ich nehmen, schade, aber Patrick Guajo ist auch okay, 92 rated, kann man mit arbeiten. Soll einen Stürmer machen? Ich mache, glaube ich, IV, Torwart und dann die beiden Offensiven noch. Komm, noch eine Icon, jawohl, Blanc. Sehr nice, kann auch ZOM spielen, aber wir haben keine ZOM-Position, deswegen wird er schön auf der IV-Position bleiben. Ah, ich glaube, jetzt gehen wir doch auf Stürmer, weil wir hatten jetzt gerade... wir hatten jetzt gerade eine Icon. Torhüter Icon ist immer wichtig, weil ihr wisst, meistens kriegt man, oder man kriegt nur zwei Torhüter im ganzen Draft. Das heißt, da muss dann schon im besten Falle direkt die Icon in der Startelf stehen. Oh, nice. Nächste gute Karte. Nächste Icon. Ham. Das heißt, wir sind jetzt bei 5 Icons. Okay, jetzt müssen wir eigentlich noch Mittelstürmer machen, aber der wird meistens auch immer eine Icon. Dann wird wahrscheinlich die Torhüter-Position niemals auch noch eine Icon geben. Ja, sehr nice. Oh, Bullet. Sehr, sehr fresh. Leider nur die 91er-Variante, aber es ist halt nice, weil der ZM spielen kann. Die beiden anderen, Cantona und Sola, kommen gleich eh nochmal. Von daher nehmen wir erstmal Hullet mit. Jetzt haben wir natürlich 3 Icons hintereinander bekommen. Also wenn jetzt die Torhüter auch noch eine Icon wird, dann hätten wir 4 Icons. Das ist dann auch... okay, zu viel des Guten. Hätte ich besser vielleicht ein bisschen anders angeordnet, aber ich weiß eh nicht, ob das überhaupt was bringt. Je nachdem, wie man die Karten auswählt. Ich glaube wahrscheinlich nicht, weil vom Ding her ist es eh nur Glück, was da kommt. Aber naja, ein bisschen kann man das Glück ja... irgendwie ein bisschen bearbeiten, würde ich sagen. Was ist hier los, Alter? Come on, Bro. Ricardo Pereira, spielt der immer noch bei Leicester City? Digga, Leicester auch wieder aufgestiegen. Läuft. Nehmen wir mal Jeremy Pino mit, weil es auch nicht viel besser... nee, der ist einfach besser als der hier. Packen wir erstmal Guado aus, ne? Guado, ja, packen wir erstmal Guado aus. 76er für den 79er, ich glaub's nicht. Cantona, ihr habt doch gesagt, die beiden kommen noch. Cantona und Sola wird safe auch noch kommen. Okay, Cantona nehmen wir mit. Warte mal, wir machen es dann erstmal so. Bergkamp kann ja links Mittelfeld spielen, kann auch rechts spielen. Oh, der kann auch rechts, das ist natürlich sehr nice. Und dann packen wir Hullet hier rein und Cantona oben auf Mittelstürmer. Besser kann man es nicht regeln, würde ich sagen. Das heißt, wir sind bei 7 Icons, brauchen noch 4. Das ist noch möglich. 4 Icons ist noch möglich fürs Full Icon Draft. Vor allem, wenn jetzt Cruyff kommt, sehr fresh. Jetzt kriegen wir natürlich wieder ein Problem mit den ganzen Stürmern, die wir haben. 97er Cruyff wäre natürlich noch ein Stückchen besser. Aber naja, ist okay. Packen Cruyff erstmal auf Rechtsmittelfeld. Kann die woanders spielen? Die kann nur ZDM spielen. Na gut, bringt uns jetzt nicht allzu viel. Torhüterin raus. 85er Inform rein. Sind wir auf 92. Vielleicht 93 durchsortieren. Nein. Okay. Die nächsten beiden Spieler kommen. Wir brauchen jetzt hier von den beiden noch mindestens einen. Im besten Falle 2 Icons. Kachaui und Cole. Kachaui natürlich 95er. Sehr nice. Kann die eigentlich sein. Die kann eh nur Außenverteidiger spielen. Ja, Cole aber auch nur, ne? Aber wir nehmen natürlich Cole mit, klar. Icon ist Icon, nehmen wir natürlich direkt mit, gar keine Frage. Das heißt, wir brauchen noch 2 Leute. 2 Icons noch bis Full Icon Draft. Wenn jetzt hier noch eine Icon ist, dann sage ich, dann schaffen wir es 100%. Wenn jetzt hier keine ist, werden wir es wahrscheinlich auch schaffen. Aber wird dann natürlich ein bisschen schwieriger werden. 94er Di Maria. Schade, dass er nicht jetzt im Mittelfeld spielen kann. ZOM Stürmer, kranke Karte. Di Maria auch seit Jahren richtig am Performen, richtiger High-Performer. Wir könnten jetzt die Maria für Coleman reinstellen. Dann wären wir auf jeden Fall erstmal bei allen Spielern über 90, oder? Ja, müsste passen. Okay, packen es erstmal so rein.
Vielleicht können wir durchsortieren auf 93. Ja, 93er. Okay. Komm, hier einer von den beiden muss nur ein Icon sein. Jawohl, Netbet. Sehr nice. Kann ja auch rechts spielen. Aber ist nicht schlimm. Nehmen wir mit. Stellen wir auf links. Gar kein Problem. Und dann stellen wir Bergkamp auf rechts. Und Kräuf ins Tor. Kräuf eh. Der beste Torwart, den man sich vorstellen kann. Okay, eine noch, Leute. Eine Karte fehlt noch. Eine Karte fehlt noch. Haben wir Full Icon Draft. Wir lassen Coleman erstmal draußen mit 89. Das ist mir zu low rated. Komm, bitte. Bitte. Eine Icon muss noch drin sein. Nein, Digga. Schade, leider nicht hier. Okay, wir haben noch, glaube ich, 5 Positionen. Ja, 5 Positionen haben wir noch. Wir nehmen mal Karim Benzema mit Highest Rated. Okay, Leute. Ich will hier schon wieder bei 10. Ich meine, ich bin jetzt zufrieden. Wir haben die 11 Icons ja schon mal gehabt. Aber ich würde es halt gerne nochmal schaffen. Oder im besten Falle 12 Icons sogar. Aber dafür brauchen wir weitere Icons. Rice nicht mal als Tots. 96er hat die Tots-Karte auch. Sehr nice. Wo sitzt sich auch kranke Werte, ne? Mikel Merino Tots. Aber gut, Rice ist besser. Rice ist besser. Nehmen wir erstmal mit. Den Rice. Oh, 4 Spieler noch. Komm, eine Icon muss doch noch drin sein. Das sieht gut aus. Komm, und das sieht gut aus. Let's go, Michael Owen. Damit sind wir auf 11 Icons. Zweite Mal dieses Jahr 11 Icons. Let's go. Kann man mal machen, würde ich sagen. Full Icon Draft ist da. Homen noch rein, auch wenn Rumdirsch natürlich viel, viel besser ist. Aber nehme ich gerne mit. Machen wir gerne so. Was haben wir für eine Bank? Leute, ich nehme mal in diese Bank rein. Was ist das für eine Bank? Oh mein Gott. Alle über 90. Vielleicht, wenn wir noch einen kriegen, glaube ich. 1,92er brauchen wir noch. Oh, das sieht natürlich nicht gut aus. Die Marco geht sogar mit 88. Können wir eine Icon noch dann? Komm. Ich meine, wir haben jetzt 11 Icons, aber ich will natürlich einen neuen Icon-Rekord. 12. Eine noch, komm. Eine muss noch möglich sein. Frage. Okay, Torhüter-Position vom Ding auch noch möglich, weil wir haben eben keinen Torhüter als Icon bekommen. Aber ich denke ehrlich gesagt nicht mehr, dass hier noch ein Icon kommt. Aber man weiß ja nie. Komm, mal, eine Icon noch. Da hätten wir wieder einen neuen Icon-Rekord. Nein. Es bleibt weiterhin bei 11. Okay, zweite Mal jetzt, dass wir 11 Icons haben. Ich bin natürlich zufrieden, will mich jetzt nicht beschweren. Schade. Full 90er Bank kriegen wir leider auch nicht hin. Schade, ja. Die letzten 2-3 Karten waren echt nicht so nice. Aber gut. Trotzdem geiles Draft. Trotzdem geiles Draft und trotzdem Full Icon Draft. Kann man mitarbeiten, würde ich sagen. Zweite Mal dieses Jahr Full Icon Draft. Let's go. 92er Bewertung. Chemie. Egal, was soll die Chemie? Scheiß drauf. Ah, wir müssen mal irgendwann. Vielleicht schaffen wir irgendwann nochmal einen Full Icon Draft mit Full Chemie. Das wäre natürlich nochmal optimal. Aber wir haben ja noch ein bisschen bis Ende von FIFA. Das war's dann, Leute. Lasst gerne Like, lasst gerne ein Abo da. 11 Icons, leider kein neuer Icon-Rekord. Schreibt gerne rein, was euer Icon-Rekord ist. Wie viele Icons hattet ihr in einem Draft? Hattet ihr schon mal 11? Hattet ihr vielleicht schon mal 12, 13, 14? Wer weiß, schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Lasst einen Kommentar dafür den Algorithmus. Ihr wisst es, je mehr Kommentare, desto besser. Ich würde mich sehr darüber freuen, Leute. Also kommentieren, liken, abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, jeden Tag 13 Uhr. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zum Team of the Season gezogen habt. Schreibt gerne in die Kommentare, was euer Icon-Rekord im Draft ist. Ich bin gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.